Der deutsche Moderator Markus Lanz hatte offenbar mit Geldproblemen zu kämpfen. Darüber spricht Lanz in seinem Podcast Lanz und Precht zusammen mit Autor Richard David Precht. Precht erzählt darüber, dass er das Gefühl, dass die Karte mit Sicherheit wieder aus dem Geldautomaten herauskomme, einige Jahre nicht hatte. Dessen kann Lanz nur zustimmen und bekräftigt, dass er auch das Geräusch kenne, wenn die Karte nicht mehr herauskomme. Mit welchem Gesichtsausdruck drehst du dich um zu den hinter dir Wartenden und versuchst irgendwie zu erklären, dass das jetzt einfach nur ein Missverständnis ist? Ich habe das immer als wahnsinnig demütigend gefunden, kein Geld zu haben. Kein Geld zu haben, stigmatisiert. Zudem betonte Lanz, dass er Kinderarmut noch für weitaus schlimmer empfinde, als im Erwachsenenalter in Armut leben zu müssen. Als Erwachsener hast du die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen, aber wenn du Kind bist, bist du so unvorstellbar hilflos. Dein ganzes Leben, und ich habe das wirklich so erlebt, besteht darin, Taktiken zu entwickeln, um zu verdecken, dass du einfach kein Geld hast. Inzwischen zählt Markus Lanz zu einem der erfolgreichsten deutschen Moderatoren.